so schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mich irgendwie schon sehr, sehr lange beschäftigt. Denn wie du vielleicht weißt, löse ich 90% meiner Probleme, indem ich in den Wald gehe, mir die Natur anschaue und Antworten in den Bäumen, in den Tieren, in dem finde, was mich umgibt. Und manchmal stelle ich mir ganz verrückte Fragen, wie, warum hänge ich da und da so, was ist meine Blockade? Aber auch manchmal wirklich gesellschaftliche Themen, wo ich mich frage, warum sind so viele Menschen unglücklich oder unzufrieden? Warum lächeln die wenigsten Menschen, wenn sie über die Straße gehen, wenn sie durch die Fußgängerzone laufen, wenn sie im Bus sitzen? Warum herrscht so eine, ja, unterschwellig unzufriedene Stimmung in unserer Gesellschaft? Und ich habe mich wirklich gefragt, wo dieses Gefühl in jedem Einzelnen herkommt und wie das einfach zu einem Gefühl führt, dass wir das Gefühl haben, in uns, aber auch gesellschaftlich nicht in Balance zu sein. Und die Antwort, die die Natur mir gegeben hat, ist eigentlich das, was ich in dieser Folge mit dir teilen möchte. Also falls du das Gefühl hast, manchmal nicht in Balance zu sein, nicht zu wissen, wo dein Platz ist, dich fragst, warum vielleicht auch so viel schief läuft auf dieser Erde, dann ist das auf jeden Fall eine Folge, die ich dir ans Herz legen möchte und die dich vielleicht auch inspiriert, mehr in Balance zu kommen und bei dir anzufangen, denn am Ende beginnt wirklich eine bessere Welt bei jedem Einzelnen von uns, gerade bei dir, in deinem eigenen Körper, wie du mit dir umgehst und was du dann ausstrahlst. Und deswegen nutz diese Folge als kleiner Ratgeber und ich übersetze sie hier einfach das wundervolle Wissen der Natur. Ich habe in meinem Power Talk vor 4, 5, 6, ich weiß es gar nicht, vor wie vielen Wochen, ja schon mal so ein bisschen das Thema angeschnitten. Falls du den Power Talk nicht kennst, verlinke ich dir den auf jeden Fall nochmal hier unten. Das ist eine wunderschöne, kurze, knackige Podcast-Folge, die dich irgendwie einfach unterstützt, in deine Energie zu kommen, in deine natürliche Kraft zu kommen. Denn es geht hier bei mir wirklich im Affenzirkus-Podcast eigentlich um alle Themen, die uns wirklich mit uns selbst, mit der Natur rückverbinden, durch Reisen, durch Achtsamkeit, durch Verbundenheit, durch Freiwilligenarbeit. Mein großer Wunsch ist einfach für Verbundenheit in dieser Welt zu sorgen, für eine natürliche Verbindung, für gesunde Verbindungen zwischen Menschen, zwischen Tieren, zu uns selbst und zur Natur, dass wir einfach wieder zurückfinden zu dem, was uns eigentlich gut tut. Und deswegen ist die Podcast-Folge auch so ein Mission-Statement, würde ich behaupten, weil genau die Podcast-Folge ja darauf abzielt, warum wir einfach unseren Platz in dieser Welt finden sollten und wie wir dadurch in Balance in uns kommen, aber natürlich auch Balance im Außen entsteht. Und in der Podcast-Folge hatte ich ein ganz witziges Beispiel im Power Talk, dass wenn du eine wunderschöne Löwin oder ein wunderschöner Löwe bist, du dich nicht in ein Stachelschweinkostüm stecken solltest. Und dass wenn du eine Löwin oder ein Löwe bist und den ganzen Tag im Stachelschweinkostüm rumrennst, du natürlich immer das Gefühl hast, so wie du bist, kannst du dich nicht zeigen. Vielleicht hast du das Gefühl, deine Emotionen und deine Energie überhaupt nicht fließen lassen zu können, weil die Stachelschweine um dich herum einfach viel gemächlicher sind. Oder du bist vielleicht ein Stachelschwein in einem Löwenkostüm und hast die ganze Zeit das Gefühl, gehetzt zu sein, weil die Löwen irgendwie so schnell manchmal davonpreschen und manchmal auch so dominant sind. Und manchmal auch einfach viel, viel mehr Wut vielleicht leben, als du es tust. Also im Sinne von viel, viel mehr für ihre eigenen Bedürfnisse einstehen. Und ich glaube, das ist das größte Problem auf diesem Planeten. Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir angefangen haben, Regeln und Normen festzusetzen, wie alles zu sein hat und diese ganzen Regeln und Normen dazu führen, dass wir im Prinzip alle Menschen, alle Persönlichkeiten in das gleiche Kostüm stecken. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja natürlich, das machen Tiere auch, alle Paviane verhalten sich XY, alle Löwen und Löwinnen verhalten sich Z. Aber wenn man sich diese Strukturen anschaut, gibt es innerhalb der Gruppen immer noch ganz, ganz viele verschiedene Dynamiken. Und jedes Tier hat seinen Platz, damit Truppen gesund und stabil sind, damit ein Rudel eine Beute erlegen kann, damit Pflanzen überstehen können. Und das ist, glaube ich, das, was wir in der Gesellschaft verlernen und auch das, was wir in unserer Gesellschaft manchmal unterbinden. Diese Individualität, die ein jeder von uns hat und Menschen diese Individualität selbst finden lassen, selbst ihren Platz finden lassen. In unserer Gesellschaft wird einem immer ein
Platz zugewiesen und das häufig von Menschen, die uns nie wirklich tiefergehende Fragen stellen, sondern die uns nach unserem Äußeren beurteilen und dann denken, das ist dein Platz in dieser Gesellschaft, obwohl sie nie unser Herz gesehen haben, obwohl sie nie mit unserer Seele gesprochen haben und obwohl sie nie genauer hingeschaut haben. Und das ist dieses ganz große Problem, warum wir nicht in Balance sind, weil immens viele Leute am falschen Platz stehen und das System deswegen nicht funktioniert und sich die Leute nicht gut fühlen, weil sie entweder an dem Platz, wo sie sind, ausgelaugt sind, sich nutzlos fühlen, nicht sinnvoll fühlen, nicht das Gefühl haben, sie selbst zu sein und weil wir halt einfach Löwinnen in Stachelschweinkostüme stecken und auf Platz X stellen und Stachelschweine in Löwenkostüme und auf Platz Z stellen, obwohl es viel einfacher wäre, Menschen sich entfalten zu lassen und dann zu sehen, auf welchen Platz stellen sie sich denn? Denn es ist eigentlich total egal. Das System funktioniert nur, wenn die Menschen, wenn die Tiere, wenn die Natur da sind, wo sie hingehören. Du kannst keinen Baum in der Arktis pflanzen. Warum nicht? Der wird da nicht wachsen. Warum stellen wir also so viele Menschen, die wie Bäume sind, in die Arktis und lassen sie da erfrieren? Du kannst auch kein Stachelschwein in die Arktis setzen. Du kannst aber auch genauso wenig einen Baum in die Wüste setzen. Dafür gibt es aber Tiere, die leben in der Arktis und in der Wüste, weil sie da gut sind, weil sie da ihre Stärken haben, weil sie da ihre Stärken ausspielen können. Und deswegen ist das Ökosystem in Balance. Wenn wir jetzt auf einmal denken würden, also Eisbären passen ja viel besser in die Sahara, jetzt setzen wir die alle mal dahin, dann würde das Ganze kollabieren und wir hätten keine Eisbären mehr, weil die alle da sterben würden. Und wenn wir uns dann denken würden, der Wüstenfuchs, der passt ja total gut in die Arktis und wir würden den Wüstenfuchs in die Arktis stecken, weil wir uns nie mit damit befasst haben, was hat der Wüstenfuchs für Stärken, was hat er für Schwächen, was hat er für Bedürfnisse, wie pflanzt er sich fort? Wenn wir uns nie diese Fragen gestellt hätten, hätten wir Tiere, wenn wir Menschen so powerful wären, an voll falsche Plätze geschickt. Und das machen wir aber mit unserer eigenen Rasse. Wir schwächen uns so sehr, indem wir Menschen nicht an die Orte stellen, wo sie hingehören. Indem wir Menschen dahin schieben, wo wir denken, dass sie hingehören und ihnen nicht den Raum lassen, dahin zu finden, wo sie sind, wo sie spüren, hier geht's mir gut, hier kann ich meine Stärken leben. Hier werde ich nicht die ganze Zeit für meine Schwächen gemaßregelt, denn wir alle haben Schwächen. Jede Spezies hat Schwächen. Jedes Tier hat Schwächen. Jeder Baum hat Schwächen. Ja, aber es bringt uns doch nichts, einen Baum dahin zu pflanzen, wo es ihm super schwer fällt zu wachsen. Aber genau das machen wir immer in unserer Gesellschaft. Genau das machen wir mit uns selbst. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, deinen Platz zu finden. Denn du musst damit aufhören, wenn du ein Baum bist, dich auf Beton zu stellen. Und du musst damit aufhören, wenn du eine Löwin bist, im Stachelschweinkostüm rumzulaufen. Es sabotiert dich in allem. Es sabotiert dich darin, dass du gut in der Arbeit bist, dass du den Sinn deines Lebens findest, dass du dich wie von Wert fühlst, weil welchen Wert hat denn ein Löwe im Stachelschweinkostüm? Er hat einen Wert, aber er kann seine Stärken nicht ausspielen und deswegen wird er nie seinen Wert erkennen. Und deswegen ist dieser Appell dieser Folge, anzufangen, dich mit dir zu beschäftigen und zu deiner natürlichen Bestimmung zu finden, natürlich dem Part zu folgen, dem Path, also dem Weg, der für dich gemacht ist. Und wie findest du das raus? Das ist gar nicht so leicht und es ist aber auch auf der anderen Seite gar nicht so schwer. Und ich habe für mich nach draußen in die Natur geguckt und mir einfach angeschaut, was Tiere machen, wenn sie ausgewildert werden, was Bäume tun, wenn sie Herausforderungen haben, aber auch was ich gemacht habe, um wirklich zu meiner verrückten Leidenschaft zu finden, dieses verrückte, ulkige, affengeile Leben als Primatologin. Und ich mache so viele geile Dinge, die mir Spaß machen. Ich schreibe Bücher und ich beschäftige mich mit Affen und ich lerne ganz viel über Primaten und manchmal tauche ich voll in die wissenschaftliche Nerd-Ebene ab und ein anderes Mal bin ich voll kreativ. Und das tut mir irgendwie gut. Ich bin halt einfach irgendwie so eine ganz verrückte Pflanze, die ganz viele verschiedene Bedürfnisse hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mich da eingepflanzt habe, wo ich bin, an einem Ort, wo ich nämlich wachsen kann. Und falls du auch an diesen Ort finden möchtest, falls du deinen Platz finden möchtest, falls du dich einfach wieder natürlich gut fühlen magst, dann ist mein erster Tipp an dich wirklich, folge deiner Begeisterung. Und mit folge deiner Begeisterung meine ich Dinge wie, folge dem, was dir einfach Freude und Spaß macht. Mach mehr von den Dingen, die einfach nur schön sind, in Anführungszeichen. Das wurde mir letztens nochmal total bewusst, als ich mein Live mit John Strelecki hatte, der sagt, sein großer Wunsch im Leben war es, immer Abenteuer zu erleben. Und er dachte, er muss Pilot dafür werden, um diese Abenteuer erleben zu können, um die Welt zu sehen. Und als er festgestellt hat, weil er konnte kein Pilot werden, weil an seinem Herz ist irgendwas so, dass er kein Pilot und kein Astronaut werden kann. Also es ist wie so eine Art minimaler Herzfehler. Und als er dann festgestellt hat, dass er kein Pilot werden kann,
hat er aber irgendwann gelernt, dass er trotzdem seiner Begeisterung für Abenteuer folgen kann, dass er trotzdem seiner Begeisterung fürs, ja, Reisen folgen kann. Und denk nicht immer so klein, sondern denk vielleicht auch größer. Was ist so der Wert, den du in die Welt bringen möchtest? Und für mich ist das so krass stark Verbundenheit. Für mich ist dieser Wert von Verbundenheit, dieser Wert, mit sich selbst verbunden zu sein, mit dem Partner in Liebe verbunden zu sein, mit seinen Mitmenschen in Liebe verbunden zu sein, mit der Natur, mit allem, was auch ist, selbst mit der Kleidung, die du trägst, mit dem Essen, das du isst. All das sind Punkte, in denen du dich verbindest mit Werten, auch die darüber hinausgehen, sei es dem Wert von Nachhaltigkeit, sei es dem Wert von Tierliebe, je nachdem, wie du dich kleidest, ernährst und aber auch umgehst, sei es mit dem Wert von Liebe, sei es mit dem Wert von Freude. Verbundenheit ist für mich so der Wert, den ich in die Welt bringen möchte. Auch Verbundenheit wieder zu dem eigenen Ursprung, weil das einfach für mich der krasseste Shift war. Und dieser Begeisterung für wahrhaftige Verbundenheit, für wahrhaftige Liebe zu folgen, durch die Affen, aber auch durch die Arbeit, die ich hier in Deutschland mache, ist für mich so richtig, richtig, richtig genial. Und da kannst du dich einfach fragen, was macht dir Spaß? Mich begeistern die Primaten, mich begeistert das Schreiben, mich begeistert es, mich mit wundervollen Menschen auszutauschen, die mich wiederum begeistern. Und ich mache einfach verschiedenste Dinge, die in dieser Begeisterung stecken. Und vielleicht hast du auch so eine Sache, wo du denkst, das ist so das ganz große Oberthema. Und ich kann dir sagen, selbst wenn du dann noch kreativ sein möchtest, gerne schreibst oder gerne malst, das wird sich alles verbinden und zeigen, wie, wenn du endlich den Mut hast, einfach dieser einen großen Begeisterung in deinem Leben zu folgen. Die zweite Sache, die du dir anschauen kannst, sind Dinge, die dir leicht fallen. Es kann sein, dass es einfach Dinge gibt, die dir viel, viel leichter fallen als anderen Menschen. Und eine der Sachen, die mir sehr, sehr leicht fällt, ist einfach, mich Menschen zu öffnen, freundlich zu sein, offen zu sein, Räume zu schaffen, Zugänge zu legen, für diese Verbundenheit zu sorgen. Egal, ob Menschen zu mir kommen, egal, ob Tiere zu mir kommen, egal, ob Tiere zu sich finden wollen, weil ich Primaten wieder auswildere, oder ob Menschen zu sich finden wollen, weil ich sie darin bestärke. Ich schaue manchmal Menschen an und dann höre ich denen zu und dann sind die voll verunsichert und ich denke mir einfach nur so, warum? Ich weiß doch ganz genau, wer du bist. Ich sehe ganz genau, was du für ein Potenzial hast. Und wenn du einfach nur das in dir sehen könntest, was ich in dir sehe, dann wäre die Welt nur halb so schwer. Und mir war nie bewusst, dass Menschen oder andere Menschen die Welt anders sehen als ich. Mir war auch nie bewusst, dass meine Begeisterung für die Natur und die Tiere so anders ist. Mir war auch nie bewusst, dass meine grenzenlose Power-Energie einfach gefühlt 18 Stunden manchmal arbeiten zu können und immer noch happy zu sein, auch was ganz Verrücktes ist, was nicht jeder kann. Und schau einfach mal, was die Dinge sind, die dir leicht fallen. Vielleicht auch die Dinge, die du übersiehst. Schreib dir alles auf, weil du eigentlich gut drin bist. Und dann mach dir mal bewusst, es gibt Menschen, die sind vielleicht nicht so gut in den Dingen wie du. Zum Beispiel, ich bin total schlecht darin, Korrektur zu lesen. Ganz ehrlich, wenn ich einen Text Korrektur lesen soll, das kann es auch sein lassen, weil ich finde bei 2000 Rechtschreibfehler maximal 5. Und das ist jetzt nicht gelogen, einfach weil das ist so eine präzise Kleinstarbeit. Das erfordert so viel Konzentration auf den Text und mein Gehirn ist einfach nur wie so ein springender Affe. Dann will ich bei einem Wort und einem Buchstaben bleiben. Es funktioniert nicht, aber vielleicht sagst du jetzt, krass, ich wusste gar nicht, dass es Menschen gibt, die sich so schwer damit tun. Mir fällt das voll leicht. Ja, das ist deine Stärke. Was gibt's noch, was mir total schwierig fällt? Mir fällt es total schwierig, geduldig zu sein. Also ich bin der ungeduldigste Mensch auf Erden und vielleicht hast du total die Geduld und Geduld ist etwas, was man auch in so vielen Dingen braucht. Das heißt, was fällt dir leicht? Was sind deine Stärken? Und ich weiß, Persönlichkeitsentwicklung hin oder her, aber fang an, dich auf deine Stärken auch zu fokussieren und deine Stärken zu stärken. Das ist so, 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 so wichtig. Und wo sind deine Stärken? Da, wo die Dinge leicht fallen. Und dann macht es auch mehr Freude. Es macht natürlich auch Spaß, an seinen Schwächen zu arbeiten, Dinge zu heilen, aufzulösen, mehr zu sich zu finden. Aber für mich bedeutet mehr zu sich zu finden, vor allem mehr zu Freude und Begeisterung zu finden und die eigenen Stärken zu stärken. Was nicht heißt, dass man nicht auch irgendwie an Triggern und Heilung arbeiten sollte, aber vor allem auch, dass man das fördert, was einen außergewöhnlich macht und du das förderst, was dich außergewöhnlich macht. Und das Dritte ist einfach wirklich intuitiv zu handeln.
Handle intuitiv. Was macht dir manchmal richtig Spaß? Was ist die Stimme in deinem Kopf, in deinem Herzen, die einfach manchmal hochkommt, die du immer wieder zur Seite schiebst, wo du immer wieder sagst, nee, das mache ich nicht, nee, das kann ich nicht, nee, das geht nicht. Und dann sag doch, es geht. Ich habe jetzt heute richtig, richtig Bock, laufen zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren, schaukeln, Kuchen selbst zu backen, Blumen zu pflanzen. Dann mach es, dann tu es. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, was dir leicht fällt oder was dich begeistert. Dann solltest du anfangen, wieder deiner Intuition zu folgen. Und dieser kleinen, verrückten Stimme, die dich manchmal auffordert, Dinge zu machen, die du einfach ohne drüber nachzudenken ablehnst. Und wie kommst du in Kontakt mit deiner Intuition? Langweile dich nochmal. Langweile dich. Setz dich in den Raum, nimm nichts mit, kein Handy, kein gar nichts, nicht, was dich ablenkt. Sei mit deinen Gedanken. Und ich weiß, das kann hart sein. Ich weiß, das kann Zweifel hochbringen. Man kann weinen, man kann in Gedankenspiralen versinken. Fahr vielleicht auch mal alleine in Urlaub. Werd Freiwilligenhelferin und arbeite mal mit den Tieren und verbinde dich mit der Natur und lernst so wieder mehr Zugänge zu dir zu finden. Aber das Wichtigste dafür ist, schalte mal ab von Social Media, von der Meinung anderer, von dem, was Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen dir sagen und langweile dich nochmal. Sitz nochmal in der Natur und mach einfach nichts. Setz dich in dein Zimmer und schau nur aus dem Fenster. Halte es mal aus und guck auch, welche Quelle der Inspiration in dir liegt, welche Intuition in dir liegt und frag dich, was du dann am liebsten machen würdest. Und ich weiß, dann kommt vielleicht erst hoch, du musst die To-Do und du musst das To-Do machen. Aber so ist es nicht. Bleib sitzen, bleib länger sitzen und noch länger sitzen. Bis hinter all den To-Dos und hinter all den Gedankenspiralen und hinter all dem Endlosen irgendwann der kleine Funken Intuition zurückkommt. Und ja, das sind so die Dinge, die mir wirklich helfen, die mich unterstützen, auch immer wieder in Kontakt mit mir zu kommen. Wenn ich inspiriert sein möchte, wenn ich Inspiration suche, dann ist das, was ich mache. Ich gehe in den Wald ohne Handy, ohne irgendwas, mit gar nichts in der Hand. Ich gucke die Bäume, ich gucke die Natur. Dabei bekommen Gedanken und Ideen und Inspiration. Und vielleicht fällt es dir leichter, wenn du das Ganze in der Natur machst. Wenn ich begeistert sein möchte, dann mache ich einfach die kleinen verrückten Dinge, die auch manchmal einfach niemand gut findet. Zum Beispiel nehme ich mir dann ganzen Sonntag Zeit und sage, ich gehe jetzt heute einen Marathon laufen. Ich liebe das wirklich und ich mache es viel zu selten. Also einen Halbmarathon. Marathon habe ich noch nicht geschafft. Steht auf meiner Bucketlist für nächstes Jahr. Aber ich liebe Halbmarathon und ich laufe dann immer um 10 Kilometer, bevor ich vom Ziel bin. Also 25 laufe ich dann immer, wenn ich dann schon 15 geschafft habe, laufe ich immer an so einer kleinen Kneipe vorbei. Und dann setze ich mich da immer hin und bestelle mir in so einem ganz, ganz großen Weißbierglas Apfelschorle. Und sitze da und beobachte alles und dann gehe ich, bevor ich loslaufe, nochmal auf Klo und lache mich immer in dem Spiegel an und dann laufe ich zum Sportplatz und den Berg hoch und dann komme ich da an und fühle mich immer wieder größte King. Und es hat für mein zukünftiges Leben absolut keine Relevanz, ob ich 5 Kilometer laufe oder ob ich 25 laufe, ob ich Marathonläuferin irgendwann werde. Aber es macht mir echt einfach Spaß. Es macht mir Spaß und es ist für mich total das Selbstliebe-Ritual, zu rennen, zu rennen, zu rennen, zu rennen, zu rennen. Eine Apfelschorle zu trinken, zu rennen, zu rennen, zu rennen, zu rennen, zu rennen und mich einfach nur zu feiern. Und während ich das mache, finde ich immer noch mal tieferen Zugang zu mir selbst. Es begeistert mich und durch diese Begeisterung für was ich alles kann, was ich schaffe, in dieser Verbundenheit und dieser Zeit mit mir zu sein, kommt immer wieder Begeisterung für neue Projekte, kommt immer wieder mehr Klarheit, was ich wirklich möchte. Schalte ich auch manchmal ab von dem, was mich gedanklich auch gefangen hält, wo ich mich im Kreis drehe. Und deswegen ist da einfach der Tipp, langweilig dich mal, sei intuitiv, mach auch die Dinge, die keinen Sinn machen, mach die Dinge, die du machen willst, von denen du denkst, die sind viel zu groß für mich und finde so einfach auf deinen Platz. Ich weiß, du wurdest dein ganzes Leben vielleicht hin und her geschoben und du hast überhaupt keine Ahnung mehr, wo dein Startpunkt war und es geht so vielen Menschen von uns so, dass wir unser ganzes Leben hin und her geschoben wurden, in der Schule, in der weiterführenden Schule, im Job, durch die Gesellschaft, vielleicht auch durch die Ansprüche unserer Eltern, durch das, was Freunde und Partner sagen und wir wurden so oft so viel hin und her geschoben, dass wir gar nicht mehr wissen, wo ist unser Ursprungsplatz. Wir sind wirklich wie dieser Würfel, den man drehen kann, wo früher alle Seiten klar war. Und so viele Menschen haben an uns rumgedreht, dass wir einfach nur noch ein bunter Haufen an Farben sind und überhaupt nicht mehr wissen, wo ist denn jetzt mein Platz? Aber es ist deine Aufgabe, diesen Würfel in die Hand zu nehmen und dich wieder zu entwirren, auf deinen Platz zurückzufinden. Und egal, wie lange die Reise dauert und egal, wie lange du brauchst, um diesen Würfel auf seinen Ursprungszustand zurückzusetzen, du solltest anfangen, denn es wird niemand anderes für dich tun. Alles, was Menschen machen werden, ist, dich auch mal auf eine andere Stelle zu schieben. Alles, was Menschen machen werden, ist nochmal an deinem Würfel
Teufel, eins weiterzudrehen und dich vielleicht noch mehr von dir zu entfernen, weil ganz, ganz viele Menschen einfach überhaupt selbst nicht wissen, wo ihr Platz ist. Und sie schieben dich weg, weil sie denken, du stehst auf ihrem Platz oder weil sie von jemand anderem geschoben werden, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir nicht Räume öffnen, sondern so oft Räume schließen. Und das Wunderschönste, was du tun kannst, ist, dir selbst den Raum zu eröffnen, dein Chaos zu entwirren, auf deinen Platz zurückzufinden, deinen Zauberwürfel wieder in seinen Ursprung zurückzuversetzen, um damit anderen Menschen auch den Raum zu geben. Denn auf dem Platz, auf dem du gerade stehst, müsste eigentlich jemand anderes stehen. Und das ist der Grund, warum dieses ganze System nicht mehr in Balance ist. Wir stellen uns einfach auf irgendeinen Platz. Und das Traurige ist nicht daran, dass wir nur unseren eigenen Platz nicht finden, sondern dass wir auch den Platz von jemand anderem einnehmen, der diesen Platz eigentlich zu 100% zu seiner Bestimmung hätte. Wir sind mit Menschen zusammen, die nicht zu 100% zu uns passen. Wir haben einen Ehemann, eine Ehefrau, einen Partner, eine Partnerin, die eigentlich nicht unser 100%iges Match ist. Aber wir bleiben da einfach stehen und verwehren damit nicht nur uns das Glück, sondern auch anderen. Und deswegen ist unser System nicht in Balance. Wenn wir unsere ganzen Pflanzen nur auf Beton pflanzen, dann würde die Erde auch kaputt gehen. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass die Welt in uns manchmal kaputt sich anfühlt. Und deswegen müssen wir uns auch nicht wundern, dass so viele Beziehungen scheitern, dass so viele Beziehungen zu der Natur auch kaputt sind, dass wir so mit anderen umgehen, der Natur, den Tieren und uns selbst. Denn wir haben ein System aufgebaut, was das leider einfach fördert. Und das Beste, was du machen kannst, ist, dich einfach auf die Reise zurück zu dir zu machen, deinen Würfel in die Hand zu nehmen, ihn zu entwirren, auf deinen Platz zurückzufinden und damit auch einen Platz frei zu machen, der eigentlich für jemand anderes bestimmt ist. Und die Geschichte, die ich hier an der Stelle dazu gerne erzählen würde, ist eine aus meinem Leben tatsächlich. Die ist jetzt auch schon 2,5 Jahre her. Und zwar habe ich ja Lehramt studiert. Und ich hatte als Lehrerin den ganz großen Wunsch, ein Praktikum im Ausland zu machen. Also ich hätte dann ein Praktikum im Ausland gemacht. Und es war dann so, dass ich tatsächlich in einer Schule in Peru angenommen wurde, an der deutschen Schule in Peru, dort ein Praktikum zu machen. Und das richtig Coole ist, dass ich die Chance hatte, dadurch, dass meine Noten so gut waren, das Ganze mit Stipendium zu machen. Und ich habe mich für all das beworben, ganz am Anfang von meinem Studium. Und habe dann im 3. Semester meines Studiums aber festgestellt und mich ja auch für den Weg meiner Organisation entschieden, dass das nicht mein 100%iger Traum ist. Und es war aber so geil. Es wäre so richtig geil auf dem Abhaken meiner Bucketlist gewesen. Und trotzdem ist es so, dass ich da saß und mir dachte, Michi, das hier ist nicht mein Traum. Michi, vielleicht ist da draußen jemand, deren Traum es ist, genau in diese Schule zu gehen. Und vielleicht ist da draußen jemand, der sich dieses Auslandspraktikum nicht ohne Stipendium leisten kann. Und für dich ist das gerade nice to have, aber du weißt, dass deine Bestimmung eigentlich in eine ganz andere Richtung führt und dass du eigentlich auch gar nicht mehr die Zeit dafür hast, das zu machen, weil du deine Zeit in deinen wahren Traum investieren solltest. Und ich habe damals eine echt schwierige Entscheidung für mich getroffen und der Schule einfach ganz ehrlich geschrieben, dass ich mich, als ich mich vor einem Jahr beworben habe, wirklich dachte, dass das mein absolut großer Traum ist und unfassbar dankbar bin, dass ich sie überzeugen konnte und auch richtig dankbar bin, dass ich ein Stipendium erhalten habe. Aber dass ich glaube, dass es da draußen jemanden gibt, der für all das besser geeignet ist. Und dass es da draußen eine Person gibt, bei der das wirklich der wahre Traum ist, weil ich halt jetzt mich entschieden habe, einen anderen Traum zu leben, meine eigene Tierschutzorganisation zu gründen, für den Schutz von Primaten loszugehen und gar nicht mehr Lehrerin zu werden und dass ich den Platz deswegen von Herzen gerne freigebe an die Person, für die das das Richtige ist, für die das der große Traum ist, für die Person, die dieses Praktikum nutzt, um ihrer wahren Vision näher zu kommen. Und ich habe nie Antwort darauf bekommen. Ich glaube, es war einfach eine viel zu spirituelle ESO-Nachricht für ganz, ganz viele, die das gelesen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, beziehungsweise dann kam Corona, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hoffentlich heute jemand in Peru in der deutschen Schule ist und dort sein Praktikum macht und das Ganze noch viel, viel mehr nutzt, als ich es genutzt hätte. Nicht, weil ich das Abenteuer nicht cool gefunden hätte, aber weil das einfach nicht mein Platz ist. Und um seine eigene Bestimmung zu finden und um seinem eigenen Weg zu folgen, muss man manchmal auch andere Dinge loslassen, die auch cool gewesen wären. Und das Schöne ist, du schaust drauf zurück und denkst, es war cool, aber du hast nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben, weil du weißt, dass es nicht dein Weg war. Und ja, das so als Anekdote aus meinem Leben, dir auch die Angst zu nehmen, irgendwelche scheinbar coolen Chancen oder Möglichkeiten loszulassen, um dir selbst näher zu kommen. Das musst du einfach manchmal machen. Das gehört zum Lernprozess, aber
Ja, du kannst nicht alles sein. Du bist nicht gleichzeitig Wal, Delfin, Löwe, Ente, Affe, was auch immer. Du bist einfach du. Und die größte Grenzenlosigkeit liegt darin, dich in deinem wahren Selbst zu entfalten und nicht diesen grenzenlosen Möglichkeiten hinterher zu jagen. Das ist wirklich was, was ich dir sagen und versprechen kann. Und falls du Lust dazu hast, falls du dir jemanden wünschst, der dich nicht von A nach B schiebt, sondern der den Raum schenkt, dich selbst zu entfalten, kennenzulernen und auf deinen Platz zurückzufinden, freue ich mich einfach nur unendlich, wenn ich dieser Mensch für dich sein kann. Spür da einfach rein, ob du Lust hast, mit mir in Verbundenheit zu gehen und einfach bei meinem Online-Kurs Keep Yourself Wild dabei zu sein, wo es genau darum geht, deinen Ursprung zu finden, zurück zu dir, dein wahres Selbst dann zu entfalten und dann wirklich als, was auch immer du bist, als wunderschöne kleine Grille oder als Löwin oder als Adler oder als Gorilla oder als Wal oder als Delfin oder Känguru loszugehen. Und Keep Yourself Wild geht wirklich 4 Wochen, die dich einfach täglich unterstützen, mehr in Verbindung mit dir zu kommen und dich dabei supporten und auch motivieren, wirklich deinem Weg zu folgen. Denn das ist nicht immer leicht. Das kann eine Tür sein, die du öffnest, die total stürmisch ist. Und damit du nicht alleine im Regen stehst, gibt es einfach diesen Kurs. Und damit du dich am Ende wirklich traust, dich selbst auszubildern, bin ich an deiner Seite. Und falls es das Richtige ist, freue ich mich so sehr, wenn du dabei bist. Du findest alles unten in den Shownotes. Hör da einfach auf dein Herz, ob du dabei sein magst oder nicht. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich schicke dir an der Stelle auf jeden Fall eine ganz, 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 ganz große Umarmung und freue mich einfach, dass du dabei bist. Freue mich einfach, dass du hier bist. Freue mich einfach, wenn du dich auf die Reise begibst und versuchst, deinen Platz in dieser Welt zu finden. Denn wie gesagt, ein Ökosystem funktioniert einfach nur dann, wenn die einzelnen Lebewesen und Bestandteile auf ihrem Platz sind, ihre Rolle einnehmen und dort wirklich den größten Mehrwert für sich, die Gesellschaft und diesen Planeten liefern. Und du hast einfach den größten Sinn in dir, wenn du endlich auf deinen Platz findest. Und das ist auch der einzige Ort, wo du aufhörst, deinen Wert anzuzweifeln, wo du aufhörst, dich selbst anzuzweifeln, wo du auch aufhörst, gegen dich zu kämpfen. Das ist der Ort, wo du anfangen kannst, aufzublühen. Und ich wünsche mir einfach nur für ganz, ganz viele Menschen, dass sie anfangen, aufzublühen. Genau. Das war's von mir, sonst laber ich dich weiter zu, als wärst du meine beste Freundin. Aber so komme ich mir tatsächlich immer vor, als würde ich eine Sprachnachricht an meine beste Freundin machen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche und ja, fühl dich einfach nur an dieser Stelle von ganzem, 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 ganzem Herzen gedrückt. Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.